Gerade hat Apple ganz aktuell das neue iOS 15 vorgestellt und in diesem Video fasse ich euch alle Änderungen und neuen Funktionen zusammen. Viel Spaß! Heute hat wieder die alljährliche WWDC, sprich die Entwicklerkonferenz von Apple, stattgefunden. Und traditionell wird diese Konferenz mit einer Keynote eröffnet, in der die wichtigsten Änderungen, neuen Funktionen sowie neue Produkte vorgestellt wurden. Und so hat Apple heute auch zum ersten Mal das neue iOS 15 gezeigt, was uns wieder zahlreiche neue Funktionen und Veränderungen bringt, die ich hier jetzt im Detail einmal zeige. Für FaceTime hat es zahlreiche Änderungen gegeben. So möchte Apple den Service natürlicher, komfortabler und lebensnäher machen. Und das wird damit erreicht, dass man zum Beispiel bei Anrufen jetzt Spatial Audio als Funktion hinzugefügt bekommen hat. Das heißt, das hört sich so an, als wäre man wirklich im gleichen Raum wie die Person, mit der man FaceTime macht. Die Stimmen kommen halt aus der Richtung, wo auch die Kachel ist. Und gleichzeitig gibt es neue Funktionen fürs Mikrofon wie Voice Isolation, sprich Hintergrundgeräusche werden herausgefiltert und die Stimme des Sprechenden wird priorisiert, so dass man diese dann ganz klar und deutlich hört. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Funktion, die sich Wide Spectrum nennt. Das heißt, es wird alles neben der Stimme auch drumherum aufgenommen. Es gibt eine neue Grid View für FaceTime, wo man hier in einer schönen Übersicht alle Anrufpartner sehen kann und anhand des weißen Rahmens erkennt man immer, wer gerade spricht. Außerdem gibt es einen neuen Porträtmodus, bei dem automatisch der Hintergrund ausgeblurrt wird. Und mit FaceTime Links ist es jetzt möglich, Links für FaceTime Calls zu erstellen und diese halt mit verschiedenen Personen zu teilen oder halt auch Events dafür zu erstellen. Und man kann diese Links sogar auch mit Android-Nutzern zum Beispiel teilen, die dann über den Webbrowser diesem Konferenz beitreten können. Und natürlich ist das Ganze Ende zu Ende verschlüsselt. Neu in FaceTime sind auch die sogenannten SharePlay-Features. Mit diesen neuen SharePlay-Features könnt ihr in FaceTime gemeinsam euch Musik anhören, ihr könnt gemeinsam Filme und TV-Serien schauen. Und ihr könnt auch gemeinsam euren Bildschirm teilen mit dem Gesprächspartner. Wenn man gemeinsam Musik hört, kann jeder zu der Playlist Songs hinzufügen und jeder hat auch Zugriff auf die Kontrollelemente. Das heißt, jeder kann die Musik auch starten, stoppen, vor- und zurückspringen. Und wenn man gemeinsam einen Film oder eine Serie schauen möchte, muss man einfach nur während eines aktiven FaceTime-Calls in eine Streaming-App zum Beispiel reingehen und den Film starten. Man kann diesen dann zum Beispiel auch im Picture-in-Picture-Modus, sprich im Bild-in-Bild-Modus nutzen und hat aber immer Zugriff auf alle Funktionen aus dem FaceTime-Call und kann zum Beispiel auch im Hintergrund iMessage weiter nutzen und gemeinsam mit den Kontakten über das Gesehene sprechen. Und natürlich kann man das Ganze auch auf dem großen Bildschirm per Apple TV streamen. Über die SharePlay API können natürlich auch Drittanbieter wie zum Beispiel Disney Plus oder Hulu oder auch hier ESPN, HBO Max, NBA oder TikTok sowie auch Twitch ihre Inhalte für diese neue SharePlay-Funktion zur Verfügung stellen. Und über die Bildschirmteilfunktion kann man dann während eines FaceTime-Calls zum Beispiel auch Apps, Spiele und andere Dinge gemeinsam nutzen. Und für die iMessage-App hat es auch einige Änderungen gegeben, denn gerade auch in der iMessage-App werden sehr viele Inhalte geteilt, wie Links zu Artikeln oder auch sehr viele Bilder. Und so gibt es jetzt zum Beispiel auch ganz neu eine neue Galerieansicht für Fotos, in der ihr hier so eine schöne zusammenfassende Übersicht von Fotos habt. Oder es gibt hier dieses gesteckte Album, was ihr dann auch einfach durchwischen könnt. Oder ihr könnt das Ganze auch antippen, um dann alle Bilder nebeneinander zu sehen. Inhalte wie zum Beispiel Nachrichtenartikel, die über iMessage mit euch geteilt werden, landen automatisch auch in der News-App, die es ja leider in Deutschland so noch nicht gibt. Und dort gibt es dann auch einen Reiter mit dir geteilte Inhalte, wo ihr dann geteilte Artikel findet. Das gleiche gibt es auch für Apple Music. Und auch für die Fotos-App werden geteilte Fotos, die in iMessage geteilt werden, automatisch in der für dich Ansicht in deinem Fotos-App mit eingefügt und das iPhone erkennt automatisch, welche Fotos hier relevant sind und fügt dann auch nur passende Fotos automatisch in die Galerie hinzu von anderen iMessage-Teilnehmern, sodass man hier nicht auch unnötige Bilder wie zum Beispiel Screenshots hat. Auch die Fotos-Erinnerungen wurden neu überarbeitet in iOS 15. Das sind die kleinen Videos, die automatisch aus Fotos und Videos zusammengebaut werden. Die Übersichtskarten wurden nun anders animiert und man kann jetzt neuerdings die Erinnerungsvideos an Musik aus Apple Music anpassen, sodass die Übergänge sich automatisch dem Takt anpassen.
Über ein einfaches Karussell kann man Erinnerungen mixen und ganz einfach verschiedene Musik und Filter ausprobieren, um den perfekten Erinnerungsfilm zu erstellen. Mit einem einfachen Klick werden weitere passende Titel aus Apple Music vorgeschlagen und bei Bedarf werden andere passende Erinnerungsvideos angezeigt. Mit iOS 15 bietet Apple nun mehr Möglichkeiten an, um sich besser zu fokussieren, da man täglich sehr viele Nachrichten und Mitteilungen bekommt. Und gerade bei den Mitteilungen kann dies schon mal sehr viel werden und daher hat Apple mit iOS 15 nun die Mitteilung komplett überarbeitet. So gibt es einen neuen Look mit größeren App-Icons und deutlich größeren Kontaktfotos. Um den Überblick über die ganzen Mitteilungen zu behalten, da auch nicht jede Mitteilung immer sofort eine Antwort benötigt, hat Apple mit iOS 15 die Mitteilung Zusammenfassung hinzugefügt. Hier werden Mitteilungen automatisch für euch priorisiert und zusammengefasst, damit ihr die wichtigsten Infos oben seht. Mitteilungen von Personen werden nicht zusammengefasst, damit man auch nichts verpasst. Und wenn man den Nicht-Stören-Modus aktiviert, werden alle Mitteilungen stumm geschaltet. Wenn andere Nutzer einen per iMessage kontaktieren wollen, werden sie darüber informiert, dass man aktuell nicht gestört werden möchte. Für wichtige Nachrichten gibt es aber natürlich weiterhin einen Weg durchzukommen. Mit der neuen Fokus-Funktion kann man das iPhone und die ganzen Benachrichtigungen noch schneller und einfacher auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Anhand der bisherigen Nutzung erkennt das iPhone, welche Apps wann wichtig sind und so kann man zum Beispiel für die Arbeit einen speziellen Modus aktivieren, wo man dann zum Beispiel nur über Mitteilungen von Mitarbeitern informiert wird. Gleichzeitig kann man seinen Homescreen entsprechend auf die jeweilige Fokuseinstellung anpassen. Außerdem schlägt einem iOS 15 passende Fokuseinstellung in der entsprechenden Situation vor und man kann natürlich auch einen komplett individuellen Fokusmodus aktivieren. Apple hat auch zahlreiche neue intelligente Funktionen hinzugefügt, wie zum Beispiel die neue Live-Text-Funktion. Mit dieser Live-Text-Funktion ist es möglich, Texte in Fotos entweder über die Kamera auch direkt zu erkennen oder halt auch in bereits geschossenen Fotos. Und dafür muss man dann zum Beispiel einfach nur die Kamera über einen Bereich halten, wo ein Text draufsteht. Ist egal, ob dieser handgeschrieben ist, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Und die App erkennt dann automatisch nach dem Klicken auf einen kleinen Button den Text und man kann diesen Text dann auch beliebig markieren und weiter bearbeiten. Man kann ihn kopieren und man kann ihn dann versenden. Ebenso wie einen normalen Text, den man direkt auf dem iPhone getippt hat. Man kann ihn dann zum Beispiel per E-Mail oder iMessage verschicken. Und gleiches geht dann auch, wie gesagt, für Text, der in bereits geschossenen Bildern erkannt wird. Das kann hier, so wie in diesem Beispiel, Text im Hintergrund sein, der hier zum Beispiel den Namen des Restaurants hat. Diesen kann man dann markieren und kann dann über die Nachschlagen-Funktion sich sofort weitere Infos, sowie den Standort oder auch die Navigation zu diesem Restaurant anzeigen lassen. Oder auch eine Telefonnummer kann man ganz einfach automatisch erkennen in einem Foto, kann diese markieren und antippen und schon kann man sofort den Anruf starten. Diese neue Live-Text-Funktion funktioniert sowohl in Screenshots, in diesem Quick-Lookup-Funktion und wie gesagt auf Bildern oder auch in Bildern, die man im Internet sieht. Und es können nicht nur Texte, sondern auch Objekte erkannt werden, wie zum Beispiel ein Hund, Naturobjekte, wie zum Beispiel Pflanzen oder halt auch Sehenswürdigkeiten. Und man kann sich dann so ganz einfach automatisch zu diesen Objekten weitere Informationen anzeigen lassen. Außerdem werden Fotos jetzt auch zur Spotlight-Suche hinzugefügt. Und dann kann man über die Spotlight-Suche mit den gewohnten Suchanfragen zum Beispiel direkt nach Orten, Objekten oder halt auch jetzt eben mit aufgrund dieser neuen Live-Text-Funktion nach Texten innerhalb von Bildern suchen und dies dann halt wie gesagt direkt von überall aus über die Spotlight-Suche. Außerdem gibt es neue sogenannte Rich Results für Kontakte. Das heißt, man sieht hier für einen bestimmten Kontakt viel mehr Informationen und Inhalte, wie zum Beispiel Fotos, die man mit diesem Kontakt geteilt hat oder Termine. Das Gleiche, also eine ähnliche Ansicht gibt es dann auch für Schauspieler, TV-Serien, Musiker etc. Auch für Apple Wallet gibt es mit iOS 15 einige Upgrades. So können neuere Karten, wie zum Beispiel für Walt Disney Parks in Amerika, hinzugefügt werden. Wie das in Deutschland sich verhält, muss man sehen. Bereits bekannt war ja auch, dass man Autoschlüssel zu Apple Wallet hinzufügen kann. Und neu ist jetzt, dass man auch Heimschlüssel, sprich für die Haustür, hinzufügen kann. Oder halt auch zum Beispiel ID-Cards für die Firma, sprich für die Arbeit. Oder auch ganz neu jetzt in den USA gestartet, Karten für Hotels, mit denen man dann mit einem Klick einchecken kann. Und das natürlich nicht nur über das iPhone, sondern auch über die Apple Watch. Und ganz neu hinzugekommen ist auch die Funktion, dass man jetzt IDs, sprich den Pass, einfügen kann in die Apple Wallet App, mit der man zum Beispiel am Flughafen dann direkt einchecken kann.
Leider gibt es viele dieser Funktionen aber wie gesagt nur in Amerika, da die Apple Wallet App hier in Deutschland noch nicht so weit entwickelt ist. Und auch für die Karten-App hat es mit iOS 15 ein größeres Update gegeben. So gibt es jetzt einen interaktiven Globus und man hat die Möglichkeit, sich in Städten jetzt viel mehr Details anzeigen zu lassen. Das heißt, man sieht jetzt zum Beispiel genauer Höhenunterschiede, auch wenn man in diesen 3D-Modus reingeht. Man sieht einfach mehr Labels und Bezeichnungen und Markierungen. Es gibt auch mehr Ansichten für Sehenswürdigkeiten und es gibt einen neuen Nachtmodus, der den Globus schön erhellt und erleuchtet darstellt. Für eine noch einfachere Navigation wurden in iOS 15 noch mehr detaillierte Streckendetails, zum Beispiel für Spuren, Zebrastreifen, Ampeln etc. hinzugefügt. Und so kann man zum Beispiel dann auch viel einfacher in Übergängen erkennen, auf welche Spur man wechseln muss. Man kann dann auch besser erkennen, zum Beispiel wenn man unter einer Brücke hindurchfährt. Das erkennt iOS 15 jetzt mit der neuen Karten-App alles automatisch. Und es gibt natürlich auch bessere Informationen für öffentliche Verkehrsmittel. Die ganzen Routen kann man sich direkt anzeigen lassen und dann auch oben in der App anpinnen. Und man kann sich die natürlich auch auf der Apple Watch anzeigen lassen. Und es wird jetzt noch die Möglichkeit geben, dass wenn man sich einmal zum Beispiel verlaufen hat oder nicht mehr so genau weiß, wo man ist, dann muss man einfach nur die Kamera aktivieren und die Umgebung um sich drumherum abfilmen. Und dann erkennt Apple Maps automatisch, wo man sich befindet und kann dann die Routennavigation zum gewünschten Ort wieder aufnehmen. Leider sind diese neuen Funktionen mit den detaillierten Infos für nur verschiedene größere Städte in Amerika aktuell verfügbar. Deshalb müssen wir dann noch abwarten, bis dieses dann hoffentlich auch sehr bald in Deutschland verfügbar sein wird. Auch die Wetter-App wurde in iOS 15 komplett neu designt. Mit ganz neuen animierten Hintergründen und Ansichten, die sich je nach Wetter entsprechend dynamisch anpassen. Außerdem erhält man viel mehr Informationen, wie zum Beispiel über Wind etc. Und auch Wetterkarten für Temperatur, Niederschlag und Luftqualität wurden hinzugefügt. Für Safari hat Apple mit iOS 15 ebenfalls eine einfachere Bedienung hinzugefügt. Eine neue Tab-Bar wurde am unteren Ende eingefügt und kann so ganz einfach direkt mit dem Daumen erreicht werden. Beim Scrollen verschwindet sie automatisch. Durch Wischen über die Leiste kann man ganz einfach zwischen den offenen Tabs wechseln und wenn man nach oben wischt, erscheint eine neue Ansicht aller geöffneten Tabs. Außerdem gibt es eine neue personalisierbare Startseite, die sich auch mit dem Mac synchronisiert. Das waren jetzt alle wichtigen Änderungen und neuen Funktionen von iOS 15, welches Apple heute vorgestellt hat. Die offizielle Version von iOS 15 werdet ihr erst im September, Oktober herunterladen können. Ab sofort wird aber eine Developer-Beta verfügbar sein, welche in den nächsten Wochen immer wieder aktualisiert wird. Wie ihr diese iOS 15 Beta-Version bereits jetzt auf eurem iPhone installieren könnt, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert am besten gleich hier unter dem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.